Klar muss man das installieren, obwohl es kostenlos ist. Das ist ja smart gewesen von mir. Ich bin sehr gut vorbereitet. Ja, cool. Jawohl. Nice. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't. Kann ich auch einfach wieder gehen? Nee, natürlich nicht. Das wäre ja auch einfach zu leicht gewesen, wenn ich direkt wieder hätte gehen können. Okay, wir können... Wir haben irgendwas aufgehoben gerade. Ich kann das hier bestimmt reinpacken, oder? Mhm. Grab and pack. Tighten the straps. Pull trigger to fire. Pull again to retract. Hold to grip onto an object. Okay. Das heißt, ich bekomme jetzt so ein Grab-Pack oder so? Ja. Geil. Gib es mir. Geil. Aber mir fehlt eine rechte Hand, ne? Dann haben wir jetzt hier wohl alles geholt, was wir hier brauchen. Ach, guck mal. Und dann können wir hier weiter und können hier... Oh mein Gott. Das war nur eine Schattierung. Alter, du bist ein gruseliger Dude. Ach, du heilige Scheiße. Ich glaube, wir können hier noch nirgendwo rein. Wir können nur hier hin. Ja. Warum ist es so dunkel? Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Mir geht's gut. Ich habe keine Angst. Ich mach mir keine Sorgen. Mir geht's gut. Ich muss nur singen. Oh, Entschuldigung. Okay, grab on this. Und jetzt soll ich das hier berühren. Pia is not so klug. Und hier ist bestimmt irgendwo noch so einer. Ja, hier. Alter, ich bin auch einfach wirklich nicht so klug, was das angeht. So. Wo ist das riesige Plüschtier? Wo ist das riesige Plüschtier hin? The fuck? Warum ist der weg? Ich will keinen Freund machen. Warum tue ich mir das an? Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe Angst. Oh mein Gott. Ich habe keine Angst. 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 Mir geht's gut. 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 Lass mich raus. Lass mich rein. Tür zu. Irgendwo hier müsste auch noch so eine Box sein, oder? Also hier haben wir wieder so ein Dingsi-Bumsi.
Das heißt, hier in irgendeinem dieser Cartoons, Gott, ich sehe halt nix. Es ist halt so dunkel. Vielleicht ist oben was, was ich übersehen habe. Ist hier vielleicht so eine Box? Das ist ja keine Box, sondern das ist ja... Ich meine, das kann ich obviously bewegen. Aber darum geht's ja nicht. Ich habe ja da hinten noch so ein... Ich will hier in den Rekorder noch dieses Ding reinpacken. Aber ich sehe halt nicht, wo es ist. Und ich komme da halt safe nicht mehr so einfach zurück. Aber hier ist es auch ne. Ich glaube doch nicht, dass sie das Tutorial so krass verstecken, oder? Okay. Ich fände es halt wirklich nicht. Dann gehen wir ohne dem weiter. Dann habe ich Pech. Remember to take breaks. Gut. Habe ich das jetzt aufgehoben oder habe ich das weggeworfen? Ich glaube, ich habe es aufgehoben. Ich habe noch eins aufgehoben. Ach, du bist ja ein nettes Kerlchen. Ich leg dich da unten hin, da sehe ich dich nicht, da machst du mir weniger Sorgen. Nein, nein, nein. Hier haben wir noch einen, aber der ist rot dieses Mal. Ich weiß gar nicht, ob der rot sein soll. Da ist einfach ein Loch im Boden, klar. Dann haben wir noch das hier. Und dann? Was mache ich mit dem ganzen Scheiß? Ich brauche halt irgendwie einen roten Arm. Ich kann da nicht reingreifen. Irgendwo muss ich, glaube ich, wahrscheinlich hier hinten den Strom anmachen. Ach, guckt mal, jetzt ist hier die Tür offen. Aber ich habe leider immer noch keine Kassette gefunden, glaube ich. Ich gucke hier nochmal ein bisschen genauer durch. Vielleicht habe ich sie hier echt übersehen. Dum, 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 dum. Ich habe gar keine Angst. Do not enter. Ja, ja. Handle with care. Ja, ich glaube, dass das schon irgendwie so saugstarke Saugdinger sind. Aber du musst halt überhaupt erstmal... Also ich muss irgendwas anmachen, aber ich weiß nicht, was. Ich meine, ich habe ja diese ganzen Stromdinger jetzt aufgehoben. Ich gehe nochmal nach oben gucken. Vielleicht habe ich doch nochmal was oben übersehen. Aber irgendwo... Ach, guck mal. Ich hätte auch einfach E drücken können. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Aber er bleibt nicht drauf. Er bleibt nicht drauf. Ich glaube, ich mache irgendeinen Steuerungsfehler. Aber ich habe, also ich kann halt legit nur das machen. Okay, lass mich nochmal gucken. Controls. Move. Ja, ja, pause. Das wissen wir. Fire left hand, left click. Fire right hand. Das, mehr gibt es nicht. Habe ich einen Bug gefunden? Ich starte mal neu und gucke, ob ich das neu anfassen kann. Und hoffe einfach mal, dass er es gespeichert hat. Er bleibt halt nicht. Warum nicht? Mann, ich verstehe es nicht. Lass mich doch dieses Spiel spielen. Ich google jetzt. Poppy's Playtime. Ist das? Was mache ich falsch? Habe ich irgendwas anderes noch irgendwo? Ich bin ein Idiot.
Ich bin ein absoluter Vollidiot. Wir wollen einfach mal nicht näher darauf eingehen, dass ich gegoogelt habe, ob ich einen Bug habe. Nein! Junge, was? Okay, I get it. Make a friend. Our founder, Eliot Ludwig, was a visionary. He set the stage of all of Playtime's and Co.'s greatest feats. Gone is the need for complex sorting or back-breaking labor. This machine can do all that and more. I see. Das heißt, ich muss eigentlich... Okay, irgendwas fehlt hier noch. Nobody leaves without a toy. Cool. Hier können wir, glaube ich, noch nicht weiter. Ich muss safe noch irgendwas. Und jetzt hole ich den hier ab und greife jetzt das an. Jawoll! Alter, ich hab's ja voll im... Es knistert da so. Ich hab's ja voll im Griff. Also, nicht einfach runterspringen? Ich weiß gar nicht. Sterbe ich, wenn ich das mache? Okay. Ich habe mir offensichtlich irgendwas gebrochen. Und jetzt? Okay, das reicht immer noch nicht. Ich habe auf jeden Fall schon mal was angemacht jetzt, aber... Okay, dann gehen wir nochmal nach oben. Offensichtlich habe ich irgendwas... Offensichtlich habe ich irgendwas übersehen oben. Dup, 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 dup. Okay. Das hatten wir ja jetzt schon berührt. Das müsste ja damit jetzt eigentlich erledigt sein. Oder? Aber irgendwie ist es erledigt? Es müsste erledigt sein. Es dürfte eigentlich... Ja. Nee. Er sagt mir, also ich könnte auf jeden Fall das nochmal machen, sollte es falsch gewesen sein. Das würde auf jeden Fall nochmal gehen. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade nochmal mache, weil es war ja dann so. Ja, es war ja dann. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt tue. Wann, was mache ich denn da oben? Gott, ich bin so schlecht in Rätselspielen. Ich bin so schlecht in diesen Spielen. Dann lass uns nochmal runtergehen und gucken. Ach, guckt mal. Jeder von denen hat ein einzelnes. Muss ich vielleicht noch das ganze Ding anschalten oder so? Hier komme ich auf jeden Fall erstmal noch nicht durch. Oh Gott. Cool. Here we are again. Die Frage ist jetzt, habe ich das oben jetzt quasi schon gemacht oder nicht? Kann ich hier irgendwas noch antatschen? Es ist halt auch schon wieder so dunkel, dass ich nichts erkennen kann. Da sind einfach nur irgendwelche Löcher. Ich glaube, wenn ich rausfinde, was das Problem ist, dann werde ich mich mega ärgern, weil es wahrscheinlich mega obvious war und ich es einfach nicht gecheckt habe. Weil sich die Rollo ja auch bewegt. So. Gibt es in diesem Spiel Tipps? Sind alle so schlecht in diesem Spiel wie ich? Oh Gott, ich verstehe es nicht. Okay, lass mich nochmal von vorne denken. Ich bin mir bei denen halt nicht sicher, ob sie sich bewegen, weil hier einfach nicht genug Licht drauf ist, um es ausmachen zu können. Ich weiß auch nicht, was dieses Geräusch mir sagen möchte, dieses... Das kann ich auch nicht bewegen. Das kann ich auch nicht bewegen. Okay, ich gehe nochmal nach oben gucken. Vielleicht habe ich oben noch irgendwas übersehen. Ich bin so überfordert. Kann man in solchen Spielen actually gut sein? Wahrscheinlich schon, ne? Ich sehe
sehe halt nichts, was ich noch hätte übersehen können. Es müsste doch eigentlich gehen. Ach, vielleicht ist das der Tipp, den wir brauchen. Vielleicht habe ich nicht E gedrückt. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. Factory? Ich glaube, ich habe nicht E gedrückt. Aber ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich war einfach zu doof, mir die Steuerung zu merken. Smart. Ich habe einfach verkackt, E zu drücken. Ich habe einfach verkackt, E zu drücken. Ich bin ja so ein Idiot. Diese Maschine sieht auch einfach aus, als würde sie leiden, während sie denen tut. Ja? Wird das ein Kätzchen oder was wird das, wenn es fertig ist? Na, ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Oh! Oh, shit. Ach, das ist süß. Eine Bienenkatze. No. Und die kann ich jetzt hier hinpacken, oder? Oh, gruselig. Wir dürfen schon wieder durch so einen schönen Eingang gehen. Na super. Oder auch nicht? Digga, was ist das? Nein. Ah, was ist das? Digga! Oh mein Gott, was ist das?